Hi, liebe Freunde und FreundInnen. Erleben wir die Demontage eines Ehrenunternehmens, des ehemaligen Flaggschiffs amerikanischer Kultur, Vorherrschaft und unternehmerischer Vorherrschaft und Mission. Coca-Cola. Weniger weiß sein mit Coca-Cola. Workshops für die Mitarbeiter. Innen weniger weiß zu sein, weniger rassistisch zu sein. In der Konzernzentrale von Coca-Cola laufen jetzt nachts Vogue-Mitarbeiter innen umher und malen dem Coca-Cola-Weihnachtsmann Hitlerbärchen. Für mich persönlich bricht so eine kleine Welt zusammen. Coca-Cola. Der Bierersatz, der Alkoholersatz für Kinder, für den besonderen Anlass, wenn man sich denn mal eine Cola öffnen durfte auf einer Feier oder im Restaurant bestellen. Oder die andere verbotene Sache, McDonald's, für die Familien, die nicht ganz so ökodogmatisch waren, Besuch im McDonald's, wo man dann gemerkt hat, nee, die wässrige Blöre, die es in McDonald's gibt, reicht nicht an die Coke heran. Eine Welt ohne Cola, ich wollte mir sie nie ausmalen. Wenn es ein Mädchen wird, habe ich gesagt, nenne ich es Cola. Und wenn es ein Junge wird, nenne ich es Cola. Andere Zeit, wenn es divers würde, heute würde ich es Fanta. Fanta würde ich es nennen. An dieser Stelle machen wir einen kleinen Cut. Weg vom Rassismus bei Coca-Cola. Weg vom Rassismus. Hin zum Rassismus im Deutschlandfunk und dem Shitstorm, der über Wolfgang Thierse und seinen altehrwürdigen Bart zerzaust. Wolfgang Thierse, für mich schließt sich wieder ein kleiner Kreis. Knappes Jahr her, dass nach der Messe Katholische Kirchengemeinde Prenzlauer Berg, Herz Jesu, dass nach der Messe sich einer jener Kämpfer in den Vermeldungen dazu aufgerufen hat, synodaler Weg unterstützen. Kurz gesagt, wir wollen eine zweite protestantische Kirche, wir wollen Frauenpriestertum, wir glauben nicht wirklich an die Sakramente und wir wollen jegliche Art von Ehen und Ehe innen, whatever. Dachte ich, oh Mann, Manometer, jetzt aber. Bring dich mal ein, raus aus dem Concord. Wer war vor mir, hab mich dann eintragen wollen? Und wer hat als allererster seine Kontaktdaten schon hinterlassen? Richtig. Wolfgang Thierse, ein alter Mann auf Zack. Ist schon eine Woche her, ich saß beim Frühstückstisch und das lief im Radio. Ich habe seine Stimme nicht erkannt. Kinderlärm am Morgen und hab aber gespürt, da läuft was Geiles, da redet jemand frei Schnauze und wurde dann aufmerksam gemacht für unseren Podcast, den wir erst dieses Wochenende nachholen und mir hat man geschrieben, lass mal hier Shitstorm Thierse mit reinnehmen. Hab's gegoogelt und hab gemerkt, hey Mensch, das Interview, das war ja das Interview, das du leider verpasst hast. Deutschlandfunk. Erwiderung der Anna Seibt. Anna Seibt könnte die Schwester von Helene Hegemann sein. Privilegien und Machtpositionen als solche erkennen. So ein quasi religiöser Duktus, ja? Erkenne deine Sünden und erkenne sie erstmal, ja? Und dann reden wir weiter über Buße. Der frühere Bundestagspräsident Wolfgang Thierse warnt vor einer Radikalisierung des Diskurses auch durch identitätspolitische Debatten. Dabei erkenne er das strukturelle Problem nicht an, dass derzeit weiße, heterosexuelle und patriarchal geprägte Menschen den Ton angeben, kommentiert die gute Anna Seibt. Weiß, heterosexuell und patriarchal geprägte Menschen. Heterosexualität als politischer Machtbegriff zu stilisieren,
2017, das ist so ein bisschen cool, so der kulturelle Ruf nach: Wollt ihr den totalen Krieg? In meinen Augen. Ja? Wolfgang Thiers hat recht, wenn er sagt, wir müssen uns Mühe geben, an einem gesamtgesellschaftlichen Wir zu arbeiten, wenn wir nicht riskieren wollen, dass unsere Gesellschaft in viele Splittergruppen zerbricht, die sich nicht verstehen oder gar gegenseitig bekämpfen. Was Thiers nicht sagt, weiter: Momentan gibt es in Deutschland vor allem eine dominierende Gruppe, die das Wir gepachtet hat. Das sind vor allem weiß, heterosexuell und patriarchal geprägte Menschen. Eine Gruppe, der Wolfgang Thierse und auch ich, Anna Seibt, angehören. Und auch ich, Anna Seibt, ja, von Saulus zu Paulus, die geläuterte Sünder in die spricht. Aber es wird noch viel besser. Ja? Die deutsche Gesellschaft ist aber viel pluraler. Viel pluraler und vielfältiger als dieses Traditionswir. Wow, ja? Traditionswir es sich vorstellen kann. Neues Wort, Traditionswir. Ja, wenn Sprache zur Waffe wird, eine Begrifflichkeit wie konservativ selbst wird schon vermieden von diesen radikalen Linken. Sag mal, wie bist du so drauf? Ja, ich sehe mich eher auf der Traditions-Wir-Schiene im politischen Spektrum. Unsere Aufgabe ist es nun, die Mauern aus Privilegien, die nur diese eine Gruppe hat, aufzubrechen und neue Perspektiven, neue Gedanken zuzulassen. Der Vorteil der Linken ist, nie konkret sein zu müssen. Mauern aufbrechen, neue Perspektiven, neue Gedanken zuzulassen. Nein, nein, gute Anna Seibt, dein Hass und dein Neid ist kein neuer Gedanke, ja? Und eröffnet keine neue Perspektive. Es ist so ein bisschen Hass nach oben, ja? Der Hass nach oben, Hass überhaupt so ein Begriff, der sich bis zum gewissen Grad postmoderner Begriff, Hass, what the fuck is Hass? Hass ist leer, ja? Rachsucht, Zorn, Hass entspringt aus dem Neid. Der Neid auf den Reichen, der Hass auf den Armen. Ich glaube, das ist so, das sind zwei Seiten der einen Medaille. Wir reden viel von Universitäten als Brutstätten linker Ideologie, als sehr einseitig mittlerweile strukturierte Institutionen. Und ja, wir erleben jetzt, die Leute treten jetzt ein in den Beruf, die Leute allmählich sogar treten ein in Führungspositionen. Neue Gedanken zuzulassen, ja? Eine Aufgabe, die vor allem diejenigen angehen müssen, die qua Geburt, ja, Teil dieses Traditionswir sind. Wer sonst hätte die Macht, das Geld und sonstige Privilegien, um etwas in dieser Gesellschaft zu verändern? Wolfgang Thiers aber will und kann das strukturelle Problem nicht anerkennen, dass im Moment nicht alle gleichberechtigt in unserer Gesellschaft teilhaben können. Ein Satz ohne Inhalt. Du wirst keine Gesellschaft finden, von der du ernsthaft sagen kannst: Hier haben wir die Gesellschaft, in der alle in gleicher Weise teilhaben können. Wir sprechen vom Paradies auf Erden, das hier gefordert wird. Und dabei fällt unter den Tisch, dass wir mehr oder weniger in einer so weit toleranten und ausgeglichenen Welt leben wie vielleicht noch nie in der westlichen Moderne. Das führt zu dem Paradox, dass er die Dominanz der Mehrheitsperspektive ignoriert. Ja, was für eine Sprache? What the fuck? Ja? Und sie dennoch gleichzeitig mit all seinen Argumenten manifestiert. Was wäre so falsch daran, die Berliner M-Straße in Anton Wilhelm Amo Straße umzubenennen? Das ist die Harry Potter-Generation, ja? Dessen Namen nicht genannt werden darf. Berliner M-Straße, Mohrenstraße in Berlin-Mitte, die du gar nicht mehr ausschreiben darfst. Was würde Harry Potter dazu sagen? Ja? Harry Potter hat den Namen immer ausgesprochen. Ja, ich glaube, Harry Potter wäre enttäuscht. Wolfgang Thierse, der alte weiße Mann, wenn man diesen Leuten eins vorwerfen kann:
dann, dass sie dieses Höllentier hervorgezüchtet haben. Ich frage mich, ist Wolfgang Thierse selbst überrascht, was hier passiert? Hat er je an irgendwas geglaubt? Oder wie kann man überrascht sein über die Revolution frisst ihre Kinder? Die Revolution frisst den alten weißen Mann, der anscheinend die letzten 50, 60 Jahre im Tiefschlaf verbracht hat. Wolfgang Thierse fordert Frauenpriestertum, aber faselt jetzt gegen Identitätspolitik. Ist das schon Real-Life-Comedy? Die Geister, die ich rief, die alten weißen Männer, die gar nicht so böse waren, ja, die gar nicht so böse waren, die einerseits dieser Welt rangezüchtet und befürwortet haben und die jetzt deren Sturz fordern. Den Sturz des Traditionswir. Traditionswir, bitte merken, nicht mehr konservativ sind wir, wir sind Teil des Traditionswir. Schönes Wort. Bleiben wir weiter woke. Cola-Alternative, ich weiß es noch nicht ganz. Fritz Cola ist das, sind die nicht ebenso woke? Ich weiß es nicht. Mal schauen. Gutes Wochenende und goodbye.